Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sitzen hier im Büro vom Stadtpräsident von Bux, von Daniel Guth, am zweitletzten Tag. Ich merke, das Büro ist nicht mehr ganz gleich, es ist schon aufgeräumt. Der Daniel Guth, ja, er ist als Gemeindame ja angetreten, vor etwa fast 16 Jahren. Im Juni 2007 war es so weit gewesen, dass er gewählt worden ist. Daniel, kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Weißt du, es war noch ein harter Wahlkampf gewesen, oder? Es war ein sehr spannender Wahlkampf, ja. Im ersten Wahlgang hat es ja kein absolutes Mehr gegeben bei den zwei Kandidierenden. Und dann nachher im zweiten Wahlgang haben wir uns das vierte dann darum bemüht und haben zum Teil also wirklich eindrückliche Erlebnisse gehabt. Ganz, also was ich nie vergessen werde, ist, wie wir im Krempel dort mal eine Vorstellung, ein Podium gehabt haben, wo wir so in den Sofa gehöckelt sind, auf der Bühne, zu vierten und hinten dran pumpenvoll das Publikum noch Fragen gestellt hat. Nachher ist man da irgendwie nach oben gestanden und hat mit den Leuten geredet und diskutiert. Ist eindrücklich gewesen und unvergesslich, ja. Und es ist natürlich im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, ist das natürlich für mich eine ganz neue Welt gewesen, so quasi auf der Bühne stehen und irgendwie, dass ich präsentiere, sich selber auch verkaufen, irgendwie in einem gewissen Grad. Vorher habe ich schön fachliche Referate können halten oder fachliche Podien mitmachen. Und das ist dann ganz etwas anderes gewesen. Da, Politik ist die ganz Breite vom Leben und ist etwas anderes als reine Fachlichkeit. Aber ich erinnere mich gern daran und ich tausche mich auch mit dem Urs Luffy oder mit dem Heinz Rotenberger über die Zeit aus, wie wir da miteinander Wahlkampf gemacht haben. Also wir können sie sehr gut alle miteinander. Wir sind ja nachher sehr intensiv am Zusammenarbeiten gewesen, auch ohne Schäden vom Wahlkampf. Ja, eben, also ich kann mich erinnern an verschiedene Radiosendungen natürlich, gell? Ja. Aber am Krempel, das war wirklich eine Vorstellung. Also, ja, kann man wirklich so sagen, gell? Weil man ist da so richtig einfach auf der Bühne oben gewesen, oder? Ja, man hat sich in Sofa gelegert und so. Also es war gerade jetzt wieder eine Vorstellung gewesen, von der Simona Specker und dort ist genau, glaube ich, ich habe das Gefühl, genau das gleiche Sofa ist dort gestanden, wie wir vor 15 Jahren eigentlich schon mal drauf irgendwie gewesen sind. Ja. Und dann bist du eigentlich selber fast ein bisschen überrascht gewesen, oder? Ich meine, was ich mich erinnere, das ist Schlegel, Rohrer, Hanselmann, alles Einheimische gewesen. Übrigens, glaube ich, seit 80, 90 Jahren immer ein SPler, da hat er wieder gestimmt. Aber du natürlich als Zürcher, gut, mit einer Frau von der Region natürlich, hast du überhaupt Chancen ausgerechnet? Ja, ich meine, es ist klar, ohne Frau und ich sage jetzt einmal auch ohne also irgendwie meine Tätigkeit im Schwimmclub zum Beispiel, wo ich doch Beziehungen auf Bux hatte, wäre das eigentlich völlig chancenlos gewesen. Die Chance war, dass wir die Vierte waren im Wahlkampf. Wenn wir noch das Dritte gewesen wäre, dann vermute ich, hätte es nicht geklappt. Es war ja zwischen dem Heinz Rotenberger und mir dermassen knapp gewesen, dass man schon fast von einem Zufallsresultat kann reden kann. Du hast einen Doktortitel, gell? Du hast eine Agronomie studiert. Du hast aber nie die grosse Glocke gehängt, auch im Wahlkampf nicht. Ist dir fast eher so ein bisschen peinlich gewesen, das Ganze? Gell? Ja, peinlich nicht. Ich kann schon dazu stehen. Aber nein, ich meine, das darf ja nicht den Ausschlag geben. Ich meine, der Ausschlag geben sollte das, was die Leute wissen wollen, was für Erwartungen an einem haben. Und das passiert jetzt nicht auf dem Doktortitel. Ja, gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, kann auch nichts schaden, gell? Wenn man geschafft hat, wie du gleich auch etwas natürlich leistest für einen Doktortitel, mit der ganzen Analyse, wie du dann etwas hergehst und so weiter und so fort. Eben das Pragmatische dahergeht, das ist ja wirklich schon auch sehr wichtig, oder? Nehme ich an. Ja, man ist sich natürlich, also ich bin mir jetzt gewöhnt gewesen, logischerweise, von der ganzen vorherigen Tätigkeit, schon an verschiedene Themen, die mich da auch wieder so quasi erwartet haben. Also ich habe vorher schon geführt, Leute geführt zum Beispiel. Projektmanagement ist für mich vorher schon immer ein Thema gewesen, logischerweise. Umgang mit Behörden ist auch immer ein Thema gewesen, obwohl ich dort auch schon bei den Behörden war. Umgang mit Leuten aus der Industrie, wo man gefeitet hat oder miteinander Themen bearbeitet hat. Also in dem Sinn, ja, ist das eigentlich ist das nicht ganz eine neue Welt gewesen, die ich da getroffen habe. Was hat dir einen Bux gereizt? Also du, der von grossen Karos herkommst, von Zürich, so. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mit einem Freund von mir, weiss ich nicht, wir sind irgendwo im Liechtenstein am Wandern gewesen, in den Bergen.
Und dann nachher habe ich ihn so gefragt, hey, Zbuchs, Gemeindepräsident, das wäre es doch irgendwie noch. Und er hat dann gefunden, ja, zuerst müsstest du mal im Wartau und dann kannst du dann auf Buchs. Und ja, da war natürlich der Beatina noch gewesen, und das war überhaupt gar kein Thema gewesen. Aber nein, Buchs hat mich schon gereizt. Irgendwo ist es für mich als Donau im Wartau wohnhaft, dann war für mich schon klar gewesen, dass Buchs immer das Zentrum ist und dass Buchs noch mal andere Herausforderungen hat. Für mich persönlich jetzt spannendere als eine ganz kleine Gemeinde. Und ganz große Stadt oder so, ja, da hat sich jetzt, ich glaube, da muss einfach alles irgendwie stimmen. Und ich habe ja nicht gelebt in so einer Stadt, sondern ich habe da im Werdenberg gelebt, seit ich 24 bin. Also von dem her ist das sehr passend gewesen. Für mich hat es gestimmt. Es hat irgendwie einfach gestimmt. Als Haushalt hast du übernehmen. Natürlich fast historisch trächtig, oder? Von Gerhard Hochuli. Hat das auch eine Rolle gespielt? So das ist natürlich ein weiterer, ganz schöner, wirklich ein sehr schöner Zufall gewesen. Auch emotional. Also ich habe ein sehr grosses Stück gehalten auf der Gerhard Hochuli. Und ich finde es eine ganz tolle Lage. Das ist eben genau das Städtische, das dort irgendwie voll zum Tragen kommt. Man ist in 5 Minuten zu Fuß da im Zentrum. Man ist mit dem Velo, wo auch immer, in kürzester Zeit. Und wenn man Lust hat, kann man selbstverständlich auch noch schnell irgendwo richtig ein bisschen die Höger oder die Berge laufen. Also, das ist genau die Qualität, die ich keinen schön finde als Buchs. Und du immer auch so auch vollzogen hast oder umgesetzt hast, du bist ja wahnsinnig viel mit dem Velo unterwegs gewesen. Nicht das modernste Velo, also. Nein, das Buchs. Also meiner Tochter sind 3 Velo geklaut worden und ich habe mir extra bei mehreren Zeller alte Klepperkästen geholt, die vielleicht nicht geklaut werden, oder? Also, nein, da habe ich bewusst eigentlich ein Klepper-Velo. Das ist mir auch nie gestohlen worden. Aber das hat mich eben, das ist an Buchs schon ein bisschen speziell gewesen. Der Tochter sind 3 Velo geklaut worden. Darum habe ich da irgendwie keinen Wert drauf gelegt, irgendein Top-Velo, wo man sich immer muss ärgern muss, wenn es wieder irgendwie verschwunden ist. Und dann bist du reingekommen in das Büro. Also, es ist ein schönes Büro, aber es ist ein schlichtes Büro. Das Mobiliar ist, glaube ich, immer noch etwas gleich. Ich glaube, das Mobiliar hat wahrscheinlich der Hans Rohrer dort mal angeschafft. Das ist uralt, aber mein Eichenmöbel mal modern und dann nachher eine Zeit lang nicht. Das ist wie bei der Mode, oder? Mhm. Nein, ich meine, ich bin mich gewöhnt, dass man da irgendwie, also ich bin ja in der Forschung vorher und dort hat man jetzt nicht eigentlich so viel Raum gehabt, wie man da im Rathaus hat. Und von dem her habe ich das sehr ein tolles Büro gefunden, muss ich sagen. Also es ist ja ein Büro und, wie man da schön wahrscheinlich sieht, ein Besprechungszimmer für mich auch. Das halbe Leben von einem Gemeindepräsident oder Stadtpräsident ist ja irgendwie mit anderen Leuten zu schwätzen. Und eben das Buchs natürlich, muss man sagen, ist natürlich ein Hauch von Zürich da. Die Internationalität ist natürlich da, oder? Das habe ich schon immer sehr schön gefunden. Also wenn man auf der Bahnhofstrasse rumläuft, also dann nachher hört man alle Sprachen. Und das habe ich wirklich, also ich selber finde das schön. Ich finde es aber natürlich auch wunderbar, wenn irgendwie an einem Tisch mal einfach ein paar Buchserinnen und Buchser miteinander schwätzen. Das ist auch richtig Buchsern, soweit ich es beurteilen kann. Ich bin da noch nicht Fachmann geworden, ehrlich gesagt. Und sehr schön ist natürlich auch, wenn so richtig vom Grabzerberg, aber wenn ein Thies Isler so richtig loslässt, das ist dann schon fast ein Erlebnis für mich als schlichter Zürcher. Nobby, gell, von den Eltern ist er eigentlich auch zugezogen, er hat sich das auch angeeignet. Ja, das weiss ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wenn er und der Rudi Lippuner miteinander schwätzen. Das ist fast eine Fremdsprache. Dann nein, aber einfach, das ist... Bündner sind ja zum Beispiel auch, wirken auf mich auch sehr sympathisch und ich glaube auf sehr viele andere Schweizer auch. Und das hat eben genau da den Touch auch irgendwie. Das ist einfach ein sympathischer Dialekt. Hat man dir das gespürt am Anfang, der Zürcher? Nicht gross, nein. Ja. Also ich habe selber auch etwa die ein bisschen damit kokettiert, natürlich. Aber ich meine, die Leute haben mich ja gewählt, also in dem Sinne, und sie haben es gewusst, ja. Was sie mich gewählt haben.
Nein, das hat man nicht negativ mir zu spüren gegeben. Und ich meine, das ist ja ein fleissiges Hin und Her, oder? Dass man nach Zürich studieren geht, dass man Zürich daher kommt, also mit der Ost natürlich, mit den ganzen Schulen und so weiter, ist das natürlich ja, völlig nicht mehr so, wie es früher mal war. Oder? Das wäre immer für mich ein Ziel gewesen, ein wichtiges Ziel, im Zusammenhang mit dem Bildungsstandort Buchs, oder? Dass man eigentlich den Verlust, den sogenannten Brain Drain, also den Verlust von Leuten, die irgendwo gehen studieren und nachher nicht mehr zurückkommen, den habe ich immer sehr bedauert. Also es wäre schön, wenn die Leute in die Welt rausgehen, die Jungen, irgendwo gehen, etwas lernen, studieren oder was auch immer machen und nachher aber wieder zurückkommen. Und da glaube ich, da spielen eben so Institutionen, wie wir da schon in der Region sehr gut, die haben eben mit NTB Ost, spielen da eine grosse Rolle. Wo auch Pioniere natürlich dahinter stecken, die zum Teil auch Liechtensteiner mitgeholfen haben, oder? Wo Pioniergeist dahinter steckt, auf das kommen wir vielleicht noch ein bisschen. Kannst du dir erinnern an den ersten Tag oder an die Ziele, die du gesetzt hast damals? Im Juni 2007, glaube, oder hast du gesagt? So irgendwie. Ja, 2007, also mein erster Tag. Was ich mich gut mag erinnern, ist, wie mich die Verwaltung so nett und lieb und positiv empfangen hat. Da ist ein grosses Herz an der Tür gehangen, draussen dran. Herzlich willkommen. Es war wunderbar. Es war also wirklich sehr schön. Und ich hatte gemischte Gefühle, weil man hätte mich auch können irgendwie mit sehr negativ empfangen irgendwie. Aber man hat sehr, sehr positiv. Von der Verwaltung aus, aber auch im Gemeinderat war wirklich von Anfang an ganz eine positive Grundstimmung gewesen. Auch mit dem Heinz, oder? Wo ja auch mit dem Heinz und mit dem Urs Luffy. Also genau. Das war absolut unproblematisch. Also das haben wir aber auch gewusst voneinander, dass das für uns kein schwieriges Thema geben wird. Also irgendwann ist der Wahlkampf durch, die Wahl entschieden und mit dem haben alle können leben. Also wenn du jetzt so Ziel ansprichst und so, ich meine, ich habe natürlich gewisse Versprechungen in Anführungszeichen gemacht oder Ideen geäussert im Wahlkampf, aber ich bin jetzt da nicht am ersten Tag mit irgendwie Wahnsinnsziel gekommen, sondern man muss da irgendwie das erste Mal das Ganze ein bisschen kennenlernen und schauen, wie die Leute ticken und wo die Leute auch stehen. Also in dem Sinn bin ich jetzt da nicht irgendwie gekommen mit irgendwelchen Wahnsinnsdingern und habe gerade alles wollen umkrempeln. Aber es hat dann einfach, da kann ich mich erinnern, hat dann geheißen, gut für Buchs, oder? Und da muss ich sagen, haben auch deine Gegenkandidaten haben wirklich dem beigestimmt. Also man hat gefunden, es ist wirklich eine gute Wahl. Und dann ist es nicht lang gegangen, hat es mal irgendwie einen ganz kleinen Knick gegeben von den Lehrern her. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber dort war schon mal irgendetwas gewesen. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Das weiß ich nicht. Gar nicht mehr. Gut, dann ich weiss nur, dass es mal geheißen hat, schlecht für Buchs. Ja, eben. Ziemlich schnell, aber ja. Hat nichts mit den Lehrern zu tun. Okay. Da war eine grosse Demo auf der Bahnhofstrasse, schlecht für Buchs. Zwar war das hier, da, wo das Rauchverbot in den Beizen umgesetzt worden ist, zu Buchs. Und da sind Beizerinnen, Beizer und ganz viele Leute, die sehr an dem gehangen sind, dass man eben im Restaurant oder wo auch immer rauchen kann. Und nachher eine Demo gemacht auf der Bahnhofstrasse, das weiss ich noch. Das heisst, schlecht für Buchs. Ja, da kann man ja erinnern, als andere mit der Lehrer weiss eben nicht mehr genau, was es ist. Ich auch nicht mehr ehrlich gesagt. Ich glaube, dort im Kreml mal eine Diskussion hatte, es hat natürlich schon gewisse Umstrukturierungen gegeben, oder? Das Rektoratsmodell eingeführt. Genau. Und das hat jetzt nicht gerade allen Lehrpersonen gerade einfach so gut gefallen. Genau. Und das war aber sowieso eine Zeit gewesen, wo natürlich die ganze Geführtschule mit den Schulleitungen und so eigentlich gekommen ist. Von dem her war sowieso die Schule in Bewegung gewesen. Also es ist jetzt nicht, also dem bin nicht einfach ich allein die Schule gewesen, sondern das war die Zeit gewesen. Nein, aber der Anfang hast du dich mitgetragen, oder? Aber ja, das Rektoratsmodell habe ich natürlich schon auch voll mitgetragen, selbst schon. Und ich bin immer noch der Meinung, ist eine gute Sache. Und das war ja etwas Neues gewesen, gell? Und dann ist gerade die erste oder zweite gewesen im Kanton, ja. Mhm. Gut, es hat einen Simmerschell geheißen, wir haben Kummer, keine Sorgen, weil der Alex Kummer kam, oder? Ja. Aber gleich, und da bist du, was mir aufgefallen ist, auch bei all diesen verschiedenen Abstimmungen, die man hat müssen vorne herstehen, oder? Bei einem Schulhaus gebaut und so weiter, bist du wirklich immer mutig, auch mit vorne hergestanden, oder? Da ist das wirklich einfach
tatkräftig und mutig mitträgt. Das ist für mich das Verständnis vom Kollegialitätsprinzip, oder? Also das gehört irgendwie dazu. Es hat viele Sachen gegeben, das kann ich jetzt ehrlich sagen, wo ich nicht Fan war. Ja. Wo ich aber gleich musste, den Fan spielen, in Anführungszeichen. Genau. Und einfach das Zeug irgendwie so verkaufen, versuchen. Dass ich die Gesamtmeinung vom Stadtrat auch irgendwo vertreten habe. Und das ist ja das, wo das müssen ja Bundesräte theoretisch auch, oder? Mhm. Und vielleicht merkt man es denen dann besser an, die stehen als wir. Weil wir machen natürlich auf unserer Stufe, auf Stufe Gemeinde, machen wir jetzt wirklich echt weniger Parteipolitik. Und im Bundesrat ist es halt dann gleich irgendwo immer eine Partei, die auch mitschimmert und Erwartungen hat wahrscheinlich auch. Ist aber immer, und das sagen wir von mir aus, sehr beeindruckend gewesen, weil auch bei eben gewissen Bauten, sagst du es nicht, aber es wäre eher ein bisschen nördlich, wo du nicht so dahinter gestanden bist, bist du mutig hergestanden. Auch gegen, ja, eben, gegen Bürgerinnen und Bürger, die sich eingebracht haben, und du bist auch immer eigentlich eben anständig geblieben, bist sachlich geblieben. Oder? Das hat dich eigentlich ausgezeichnet. Ja, ich glaube, das gehört sich. Das ist mein Verständnis von der Rolle des Stadtpräsidenten. Mhm. Ich kann also jetzt schon sagen, ich habe manchmal innerlich auch gekocht, oder? Also ja, ja. Nicht jetzt bei derigen Anlässen, aber ja, es hat natürlich andere Sachen gegeben, wenn man angegriffen wird. Persönlich auch, wo man findet, oh, ist jetzt nicht eigentlich meine persönliche Sache. Und trotzdem wird eigentlich auf Person geschossen. Und von dem her, das hat mich auch etwas genervt. Aber ich meinte, ja, es ist ja, man will ja immer deeskalieren. Und wenn man selber auch verrückt wird und anfängt rumzubellen, dann tut man nicht deeskalieren, sondern dann steigert man sich da gegenseitig in etwas ein. Und das ist nicht mein Stil. Mhm. Aber gleich eine riesige Stärke. Oder ich damals auch als Journalist bei Buchs News sind wir unterwegs, sie sind die Hammerstrasse durchgelaufen und habe dann natürlich Bemerkungen gehört, so gerne von ehemaligen Politikern oder solchen, wo ich nie gedacht hätte, dass man so Bemerkungen fallen lässt. Und habe dann mit dir darüber geredet, dann hast du das eigentlich einfach gesagt, du hast es weggesteckt. Du hast gedacht, ja. Also das ist einfach etwas, was ich gewusst habe, als ich mich schon beworben habe um den Job. Dass das nicht einfach nur immer ein Honigschlecken ist. Mhm. Also, ich meine, ich habe ja auch gewusst, wie ich als Bürger über meinen Gemeinderat zum Beispiel mich schon geäussert habe in Sachen, also wo ich noch nichts mit Gemeindepolitik zu tun hatte, über Sachen geäussert, wo ich gedacht habe, ja mein Gott, also ist jetzt das wirklich die beste von allen möglichen Lösungen? Aber man weiß es und nein, mit dem kann ich eigentlich noch gut umgehen. Mhm. Also das ist jetzt nicht, ich nehme es dann schon, ich versuche es nicht persönlich zu nehmen. Und habe immer viel Verständnis für die Leute, die sich so äußern, weil ich eben natürlich in gewissen Situationen vom Leben auch zu denen gehört habe, die eher nach meiner Meinung konstruktiv kritisch gegen etwas sein. Mhm. Das führt ja immer dazu, dass man dann gerade eine Rolle überkommt. Genau. Und ich meine, Buchs definiert sich ja sehr stark auch durch die Bahnhofstrasse, oder? Und du hast die Bahnhofstrasse wirklich vorangebracht. Ich habe mir erinnert, Hans Rohrer hat dort noch Zelt aufgestellt, riesige Diskussionen, das, dies, jenes. Ich selber kann mir sich erinnern, haben wir Fangs gemacht auf der Bahnhofstrasse, da ist schon hin und her fahren, hat sich ja extrem entwickelt. Du hast ja immer sehr, sehr eingesetzt, hast dann auch dementsprechend geschaut, dass das urbane Zentrum dementsprechend schön aussieht und so. Und dann hat es dann geheißen, die falschen Bäume und Urwald. Und man hat sich dann also wirklich mit schlimmen Bemerkungen über die quasi ausgelassen. Du hast das weggesteckt und hast die Bahnhofstrasse neu bepflanzt. Also ich habe das gar nicht so empfunden, dass man sich über mich jetzt einfach irgendwie so geäussert hat. Aber vielleicht habe ich, das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn ich als, oder ich als Nicht-Urbuchser, oder? Wenn du von extern kommst, ist es vielleicht irgendwie in dieser Beziehung auch ein bisschen einfacher. Die Leute haben ein bisschen, ich vermute, die Leute haben ein bisschen mehr Hemmungen, um dir einfach gerade ins Gesicht irgendwie sagen, was von dir denken. Darum habe ich das gar nicht so extrem mitbekommen. Aber natürlich die ganze Stimmung und wie wir dort dann als Gemeinderat angestanden sind, einerseits, und nachher eine stärkere Gruppierung sich von der Bürgerschaft gebildet hat, das ist klar, aber das ist genau einer von diesen Punkten, wo man nachher miteinander eigentlich versucht hat, eine Lösung zu finden. Und ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden und ich bin auch noch irgendwo noch froh, dass die anderen, die
die Initiativen ergriffen haben, dass man etwas anderes macht. Am Schluss eigentlich an einer Lösung oder auch zu einer Lösung gekommen sind, die gar nicht so wahnsinnig weit weg ist von der, die der Stadtrat oder der Gemeinderat ursprünglich vorgeschlagen hat. Also, und das ist vielleicht so ein bisschen die hohe Schule der Politik, denke ich. Und dort, aber das ist nochmal, also da sind dann, da ist der ganze Gemeinderat dahinter gewesen, oder? Haben sich alle in die Richtung eingesetzt. Und wir haben dort miteinander am Schluss eine gute Lösung gefunden. Und ich höre immer noch etwas, eine Win-Win-Situation. Ja, ist eindeutig, aber in dem Moment, wo man es umgestalten muss, hätte es auch kippen können, und da braucht es eine Führungspersönlichkeit, ja, oder? Es gibt halt immer so Sachen, oder, wenn man dann, man muss sich für einen Weg entscheiden, wie man etwas macht. Und es gibt meistens Alternativen, man hätte es auch anders können machen. Und dort ist dann einfach irgendwie verheerend, wenn man dann irgendwie nachher ständig miteinander nur noch darüber diskutiert, hätten wir es doch also gemacht, wie ich gesagt habe, oder du gesagt hättest, oder der oder diese gesagt hat. Anstatt dass man dann halt, man hat den Weg eingeschlagen, hat sich für etwas entschieden, und dann muss man halt irgendwie auf dem Weg versuchen, die gute Lösung nachträglich noch zu finden. Da gibt es manchmal Umwege. Aber die Umwege, muss man jetzt ehrlich sagen, sind auch nicht immer so schlecht, oder? Du bist ein Teamplayer, obwohl du kein Fußballer bist, gell? Ich bin kein Fußballer, ja, aber ich sehe mich schon auch als Teamplayer, ja. Jetzt hat es natürlich einiges gegeben, oder? Was ist so der grösste Stolz jetzt, weißt, was sich da entwickelt hat von der Gemeinde, Zentrumsgemeinde natürlich, für uns natürlich extrem wichtig, oder? Gerade auch, weil es natürlich eine Zentrumsfunktion hat natürlich, für die ganze Umliegend, für das ganze Wetterberg, sehr wichtig. Was sind so die grössten Meilensteine, das Wichtigste, das Schönste, wo du sagst, mal, das ist geraten? Wenn ich drei Sachen muss sagen, wo ich stolz drauf bin, wo ich wirklich stolz drauf bin, dann sind das eigentlich mal, dann ist das die ÖV-Anbindung. Also der Ausbau zu der Doppelspur, und dass wir effektiv jetzt wirklich, also jetzt hat es ja gerade heute fängt ja der Ausbau zur Doppelspur an, oder? Und dass man das irgendwo geschafft hat, dass wir jetzt dann auch im Dezember 24,5 Stunden Takt mit dem modernsten Wagenmaterial, das die SBB hat, auf der Rheintallinie haben. Da muss ich einfach sagen, da bin ich jetzt also echt stolz drauf. Und da, glaube ich, habe ich wirklich auch dürfen wesentlich dazu beitragen. Also, natürlich immer mit anderen Playern. Also ganz wichtig ist dort der Paul Rechsteiner als Ständerat, der in der entsprechenden Kommission vom Ständerat war. Und dort effektiv noch das allereinzigste Projekt, das neben dem schon geschnürten Päckchen war, ist noch die Rheintallinie, die man noch drauf geschnürt hat. Und da können wir, glaube ich, wirklich alle stolz sein. Aber das hat, also dort ist auch wieder das Teamplayer-Element, oder? Also dort ist auch irgendwo klar gewesen, wir müssen möglichst eine breite Allianz haben. Also bin ich jetzt auch noch stolz drauf. Dort habe ich wirklich, von allen Gemeinden vom Bündnerland bis am Bodensee aber haben wir die Unterschrift gehabt zuhanden von der Ständeratskommission, dass sie die Doppelspur wollen. Und das ist ein ganzes Paket von so Massnahmen gewesen, wo wirklich eigentlich wir versucht haben, Lobbying zu machen, im positiven Sinn selbstverständlich, bei dieser ständerätlichen Kommission und beim Ständerat. Und das hat irgendwie gefruchtet. Also das ist etwas, wo ich sicher grosse Freude habe, wo ich stolz bin, und ich glaube, das ist für den Wirtschaftsstandort da sicher sehr wichtig. Also ein Halbstundentakt, so eben, sage ich jetzt das aus St. Gallen oder natürlich auch Richtung Zürich. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass der Intercity dort jetzt dann wirklich, wenn er durchgehend halbstündlich fährt, zur Gans haltet. Auch dort war es so gewesen, Beat Dinner und ich, wir sind dort vor allem aktiv immer gsi in dem Bereich ÖV. Wir haben dort auch müssen mit der SBB-Spitze im Bahnhof Buffet zur Gans, weiss ich noch, hat man dort also gekämpft und hat aber die Zusagen bekommen. Und natürlich die ganze Petition, gell? Ist der Weibel wieder gesehen, 14'000 natürlich. Das war noch ein bisschen vorher. Also es ist wirklich, dort hat man etwas erreicht, wo man vorher schon lange vergeblich, also nicht vergeblich, sind ja immer Schritte, also, wo man schon lange gekämpft hat, aber wir haben es dürfen eigentlich zur Umsetzung bringen. Das Miteinander kämpfen, gell, irgendwie auch. Heute fängt der Umbau. 27. Februar 2023, gell? Hat dein Abstecher im Kantonsrat auch etwas dazu beigetragen? Der natürlich da schon,
Ja, ich würde es nicht. Also in meinem Leben war es nicht nur ein Abstecher, die 7 Jahre Kanton. Ja, warst du ein bisschen enttäuscht? Sind wir ja schon, dass du gerade wieder rausgekommen bist. Nein, 7 Jahre so. ist relativ lang. Ja, das hat auch dazu beigetragen. Also dort sind natürlich auch immer wieder so Diskussionen und dort bin ich auch immer in der vorbereitenden Kommission, wie eben die Positionierung von der Ostschweiz in der Gesamtschweiz, Metropolitanraum und so Themen. Und eben, logisch, ÖV, habe ich eigentlich verschiedene Kommissionen sogar dürfen präsidieren, oder? Im Bereich ÖV. Mhm. Also ÖV ist etwas auf jeden Fall, wo ich finde, da ist etwas, was mir Freude macht, wenn ich zurückdenke. Der zweite Punkt, den ich selber nennen würde, ist immer noch der NTB Ost. Dort haben wir wirklich auch wieder mit dem Beatiner zusammen einmal über ein Wochenende, also eine ganz brutale Übung eigentlich müssen machen, damit nicht die Leitung vom Departement Technik von der Ost weggenommen worden ist. Und das ist, eben dort bin ich in der vorberatenden Kommission gewesen, wo man mir immer Lobbying vorgeworfen hat, aber die Kollegin von Rapperswil hat also für Rappi auch Lobbying gemacht. Das ist eigentlich klar, logisch im Kantonsrat. Und am Schluss ist es jetzt ein gutes Konstrukt. Aber wir haben es dort noch geschafft, dass das Departement Technik von Buchs ausgeleitet wird und gleichzeitig ist jetzt auch der Standort gesetzlich verankert. Mhm. Also man wird jetzt da nicht einfach ohne, weiss ich was für Hebel in Bewegung setzen können, irgendwie den Standort Buchs gefährden, oder? Aber es braucht immer Lobby. Aber es braucht immer Energie und Nerven und man muss immer genau schauen. Und darum ist ja die ganze Campus, Hightech-Campus-Initiative, wo man möglichst viele verschiedene Player eigentlich versucht zusammenzubringen da hinten. Also, weil wir haben das etwas Lässiges. Oder? Wir haben eine International School, die einzige im Kanton, die einzige International School. Wir haben die zwei grösste Berufsschulen im Kanton. Wir haben eben einen Fachhochschulstandort und haben ganz tolle innovative Firmen. Wir sind neben dem Standort auch noch vom Innovationspark Ost. Und wir sind für Research auch dahin. Das ist auch einmalig im Kanton in der Ostschweiz. Also in dem Sinn haben wir da ein riesen Potenzial. Und eben Brain Gain anstatt Brain Drain, das ist eigentlich natürlich das Motto. Also das ist wirklich der zweite Punkt, wo ich denke, ja, da habe ich auch dürfen meinen Beitrag leisten. Nochmal immer mit anderen zusammen, mit vielen anderen Kämpferinnen und Kämpfern zusammen. Aber es braucht immer jemanden, der vorangeht. Ich denke, 1954, Entschuldigung, der Beusch, der auf Bern zum Beigen gegangen ist und gemacht und tut, aber unterstützt auch vom Hilti natürlich und ist zum NTB gekommen. Es sind immer die Einzelinitiativen, oder? Natürlich. Ja, genau. Es braucht Leute, die die Vision haben und nachher andere können gewinnen dafür, dass man miteinander kämpfen kann. Und ja, hat sich noch nicht gross verändert. Das ist bis heute auch so. Das dritte ist dann noch Stadtbuchs. Ja, natürlich. Gell? Jetzt haben wir 13.500 Einwohnerinnen. Gell? Ja, das ist jetzt Einwohner. Ja nicht viel eigentlich. Oder? Aber, aber es ist mal unter 10.000. Vom Selbstverständnis her dunkelt es mich eben. Ich meine, wenn man den W und O so aus den 30er Jahren liest, oder? Die Metropole des Werdenberg, oder? Also, das ist jetzt keine Erfindung irgendwie von mir oder von sonst irgendjemandem, sondern man hat immer eigentlich gefunden, hey, Buchs hat eine Zentrumsfunktion. Früher war Grabs grösser, aber mit dem Bahnhof ist dann halt einfach Buchs irgendwie, hat eine andere Entwicklung durchgemacht, oder? Und heute ist jetzt eigentlich Buchs sicher das Zentrum, das unbestrittene Zentrum. Und für mich ist das eben für die Region noch wichtig, dass man in dieser wirklich sehr, sehr, sehr schönen ländlichen Gegend eben auch noch ein bisschen ein städtisches Zentrum haben. Also das ist eine gegenseitige Ergänzung. Ich meine, wunderbare Natur, schöne ländliche Gemeinden und für mich eine tolle städtische Gemeinde, oder? Auch wenn sie klein ist. Also, aber trotzdem, Buchs hat alle Funktionen von einer Stadt, oder? Reis, Kulturleben, Einkaufen, viele Arbeitsplätze. Man wohnt sehr gut da, finde ich. Ich habe es ja schon gesagt. Also in dem Sinn, Buchs hat viele Funktionen, die eine Zentrumsgemeinde Stadt hat. Natürlich. Ich bin in der Schulstraße 20 aufgewachsen. Also ich kenne das ein bisschen, bis es sich entwickelt hat. Genau. Hat auch Strahlkraft nach außen. Du hast vorhin der W&O angesprochen. Vorher haben wir noch Tagblatt gehabt, oder? Wir haben die Ostschweiz gehabt. Haben wir dort etwas verpasst, etwas verloren? Medial?
Ja, da willst du als Journalist natürlich ja, nein, irgendetwas also, hören. Nein, aber persönlich finde ich es ich weiss gell? Nicht, ob man, ja. da, ob man da irgendjemandem etwas kann sagen, was passiert ist. Aber was passiert allgemein, ist natürlich einfach, dass die Printmedien halt immer schwerer haben. Aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Thema nur vom W und O. Ich bin immer ein starker Verfechter in den knapp 16 Jahren, als ich jetzt hier Gemeindepräsident und Stadtpräsident sein darf, von einer guten, verankerte Regionalzeitung, oder? Mhm. Also ich habe den W&A abonniert wegen dem Regionalteil. Aber eben die Verankerung, das Gefühl. Ist die Hoffnung, dass das irgendwie noch lange so bleibt, aber es wird immer schwieriger. Aber die Hoffnung hast du natürlich auch, oder? Dass ja, bleibt, die Hoffnung ja. habe ich, ja. Und ich habe den W&A ehrlich gesagt auch nur wegen dem. Ja. Ja. Also den anderen Teil brauche ich nicht, da habe ich eine andere Zeitung. Mhm. Nein, als Journalist, als Journalist, damals von der Region, habe ich schreiben für das Tagblatt, für die NZZ, für die Weltwoche und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, das sind wir ein bisschen vergessen geraten, das tut es mir, oder? Das weiss ich, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich kann es auch nicht definitiv beurteilen, aber schade finde ich es auf jeden Fall. Ich finde auch, dass mindestens der W&O, also mich stört es, dass der W&O in dieser Zeitung im Grunde der Regionalteil so nach hinten gerückt ist, oder? Ich finde es schade persönlich, aber hat die Politik glaube, auf der keinen Einfluss. Ich befürchte, es ist der Lauf der Dinge ein bisschen, ja, oder? Ja. Und hat die Politik keinen Einfluss. Wir haben ja jetzt gerade eine Umfrage bei der Bevölkerung gemacht, was eigentlich so die Informationsqualität ist von der Stadt. Und dort ist jetzt effektiv so ein bisschen, jetzt nicht von den ganz Jungen, aber ab einem gewissen Alter, 35 aufwärts, ist der W&O als eine von der zentralen Informationsquellen genannt. Oder? Eben darum. Also positiv konnotiert. Positiv. Ja, natürlich. Neben dem Buch aktuell. Ja, das glaube ich auch. Eben darum meine ich, wäre es doch wahnsinnig wichtig für die Region, oder als Sprache nach außen oder auch nach innen, dass man es behalten könnte. Hat Politik auf solche Sachen null Einfluss? Oder wie siehst du das jetzt aus deinem 16-Jährigen oder fast 16-Jährigen Wirken raus? Schwierig in dem Fall, ja? Also ich habe wieder Eindruck, wir haben nur ganz einen kleinen Einfluss dort. Also wir haben zum Beispiel immer darauf geschaut, dass eigentlich gleich noch möglichst viel Inserat und dass die Auflagen gleich noch, also von irgendwelchen Plänen und Sachen, die die Bevölkerung muss wissen, dass man das gleich noch im W&O irgendwie mit publiziert. Aber ob man jetzt, also ich meine, ja, es wäre ja die vierte Macht im Staat, oder? Medien. Und darum bin ich jetzt auch nicht irgendwie ein Befürworter, dass man jetzt einfach sagt, hey, jetzt sollen alle Gemeinden irgendwie am W&O irgendwie Geld einshoppen. Das geht nicht irgendwo. Ja. Aber nein, ich kann da, also da muss ich jetzt auch sagen, da habe ich jetzt echt keine Patentlösung. Wenn ich sie hätte, dann wäre ich sackstark, weil an dem studieren ja so viele gescheite Leute rum. Ich habe keine Lösung für das. Aber ich muss sagen, ich finde es wichtig, dass man A, eine unabhängige vierte Macht im Staat hat und B, dass er Zeitungslokalen irgendwie eben auch noch bewirtschaften kann. Da hast du drei Punkte aufgezählt, aber ein Punkt war auch dein Einsatz für Kultur. Da hast du immer in grossen Karos gedacht, oder? Das wäre der vierte, ja. Ja, also das ist natürlich dort, finde ich jetzt auch, man hat einiges erreicht, das hätte noch besser und mehr sein, aber ich finde jetzt zum Beispiel mit dem Schloss Werdenberg, wo ich also weiss, dass es auf Grabser Boden steht, aber es ist ein regionales Projekt, wo aber stark von Grabs und Buch sicher vorprägt ist. Dort, glaube ich, haben wir also sehr viel dürfen erreichen. Natürlich immer mit, weil es ein kantonales Schloss ist, natürlich auch mit finanzieller Unterstützung vom Kanton. Aber dort, glaube ich, jetzt persönlich haben wir ein schönes Kulturprogramm geschafft, einerseits. Und andererseits aber auch von der Qualität vom Museum her ist auch einiges gegangen. Also dort, das ist für mich auch ein Grund zum Stolz sein, wir als Werdenberger, dass wir jetzt das mit dem Schloss Werdenberg auch weit über die Region raus, also Lorbeeren ernten. Da bin ich jetzt schwer der Meinung. Das letzte Thema natürlich war jetzt ein kleiner, schwieriger Zeit. Das war das Theaterprovisorium St. Gallen. Oder? Das hat jetzt mich fasziniert. Das hätte jetzt zu mir wie, das wäre noch das Gale vom Ei gewesen, wenn jetzt das noch auf die Buchs gekommen wäre.
Ja, da kannst du immer noch machen. Hätte, als Initiant im Ruhestand dann, oder? Wir haben ja immer noch, wir haben schon einen Theaterplatz zu Buchs. Das weiss zwar niemand, aber dort nördlich vom Bushof, das ein Platz ist eigentlich effektiv irgendwie, ist er so genannt, einmal provisorisch im Moment. Und dort ist natürlich wirklich die Parzelle. Ich denke, als Kongresshotel, Kongress aber im Sinn von neben dem Hotel eben noch ein grosser Kulturraum, ein Kulturzentrum, oder? Das hat man ja dann probiert mit einem Wettbewerb, mit einem Investorenwettbewerb vor ein paar Jahren, nachdem wir da vom Rheintal unten bis fast ins Bündnerland und auch bei der Wirtschaft Umfragen gemacht hat über einen Bedarf eben für Kongress. Und der ist an sich gegeben, der ist von vielen grösseren Firmen bejaht worden. Aber wir haben es nicht geschafft, zum privaten Investoren zu finden. Mhm. Für das Hotel X, da wäre gerade sofort für jetzt ein Hotel stehen. Aber es ist wie ein Filetstück von Buchs. Und ich bin der Meinung, zusammen mit dem jetzigen Stadtrat, dass man die Filetstücke nicht einfach irgendwie so vergibt. Aber vielleicht dürfen wir ja das noch erleben, dass der gleich dann mal ein Kulturzentrum mit einem Hotel und so steht. Und das wäre dann irgendwie noch, das wär dann noch eine weitere tolle Ergänzung für Buchs. Mm-hmm. Das könnte mich sehr begeistern. Ist natürlich auch schwierig, das als Buchs als allein zu stemmen. Also da braucht es eben natürlich auch die Region dazu. Da braucht es die Region, ja. Das siehst du richtig, ja. Jetzt sind da in dem Fall... Also es hat ja schon mal die Coop gegeben, oder, vor vielen Jahren. Ja. Da hat mein Vorgänger noch stark daran gearbeitet. Beim Chefritz-Areal, das ist mir nicht nachvollziehbar, da habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, ist ja das dann gestorben. Aber jetzt da im du meinst Thema, das Coop, ja. Ja, ich kann das schon sagen. Kultur- und Begegnungszentrum. Also ich kann jetzt einfach mal sagen, also was ich kann sagen, ich habe mit dem Ernst Hansen mal eine Diskussion abgemacht, Gemeindepräsident hat zugesagt, sie kommen auch. Am 7. hat die Sendung angefangen, die hat damals im Radio Rhein den höchsten Einschaltquoten gehabt, der Ernst und ich sind allein dort gekommen und keiner ist gekommen. Also, du bist als Redakteur. Als Redakteur. Ja. Das ist einfach, also da ist einfach wirklich irgendwie der regionale Gedanke für so etwas ist, in dem Moment, wo es Geld kostet, nicht mehr da. Das ist bis zum heutigen Tag da leider muss, Gottes ein bisschen geblieben. Ja, da muss der leider auch ein bisschen recht geben. Also jetzt im Zusammenhang jetzt noch mit, also es gibt auch Gegenbeispiele, die Bibliothek zum Beispiel, wo ja jetzt von einer Gemeindebibliothek, die auch ein bisschen Support hat bei den anderen Werdenberger Gemeinden, doch zu der Werdenberger Bibliothek und Ludiothek wird. Also da tun sich jetzt die anderen Gemeinden auch ein bisschen substanzieller mitbeteiligen. Logisch, Buchs bringt immer noch den allergrössten Teil, aber es ist ja auch Buchs in dem Sinn. Und ist ja besser aber gemacht. Aber eben jetzt bei dem, gell? Bei dem Ding, bei dem... Weisst du, ich meine, Rudi Bete, Bucher und Bischof sind halt mehr umeinander gegangen, oder? Das war systembedingt irgendwie. Ich meine, man hat ganz kurzfristig erfahren vom Kanton, dass das Theaterprovisorium zu haben ist. Und hat eigentlich in der kürzesten Frist hat man da sollen irgendwie ein Konzept erarbeiten und nachher sich bewerben, oder? Also, dass da irgendwie noch irgendwelche Entscheidungsprozesse auch noch mit verbunden wären. Das hat man offenbar beim Hochbauamt im Kanton nicht so richtig mit berücksichtigt. Und das ist natürlich eine grosse Schwierigkeit gewesen. Aber von dem her, das Konzept haben wir das Beste gehabt von allen. Dank dem Kuno Bond, der hat sich da sehr engagiert bei dem Konzept. Und nachher habe ich noch versucht, so quasi als vorweihnachtliche Aktion innerhalb von drei Wochen von allen Gemeinden irgendwie so etwas in eine Absichtserklärung unterschrieben überzukommen, wie das eigentlich der Kanton gebraucht hat. Und dass das unter dem riesigen Zeitdruck eigentlich gar nicht möglich war. Also ich habe zwar zwei Verlängerungen bekommen vom Kanton, haben es uns lieb gemacht, aber das hat einfach nicht gelangt. Und ich meine, es ist ja jetzt völlig falliert, aber der Prozess ist jetzt... Da muss ich sagen, der war vom Kanton her nicht gut aufgeleistet. Die Chance besteht ja noch. Und uns ist, ich weiss es nicht, wir sind, ist schon noch nicht vergehen, wir sind eigentlich fast ein bisschen sehr mutig als Buchser, oder? Weil wir dort gerade eigentlich abgelehntes Budget, Sparbudget hatten. Und mit so einer Idee wären wir nachher eigentlich vor das Volk gegangen. Aber
Das Volk muss ja entscheiden darüber. Und das Volk hätte ja Nein sagen können. Wir als Stadtrat hätten zum Volk empfohlen, grossmehrheitlich. Aber ja, es hat nicht sollen sein. Jetzt im Nachhinein ist es wahrscheinlich richtig. Also ich meine, wenn schon, würde man da wahrscheinlich gescheiter etwas, nicht ein Provisorium herbauen, sondern etwas auf die Bedürfnisse, auf die verschiedenen zugeschnittenen herbauen. Das machen dann die nächsten Generationen von Politikern. Genau, also dieser Meinung sind ja auch die Initianten inklusive Kunobon gewesen, oder? Ja, das ist so, immer ja, nur eine Möglichkeit gewesen, um relativ günstig etwas genau überzukommen. Aber wenn doch etwas könnt, im Werdenberger See ist ein Kulturzentrum, und man endlich einmal auch in dieser Region sehen, wie Kultur eine Region beflügelt. Und genau das, was du sagst, dass man nicht nur gerade dort Ausbildung hat und studiert, sondern auch da bleibt, dass das kann bewirken, oder? Aber das ist in der Politik mal überhaupt nicht angekommen. Bis jetzt nicht, denkt es mir. Was glaube, Kultur bewirkt. Da hat es eben, glaube ich, irgendwie zum Glück begeistert die Leute, wie jetzt die ganze Menschen, die das Fabrikel irgendwie jetzt betrieben haben über Jahrzehnte, die versuchen, das Denken eigentlich irgendwie in die Region zu bringen. Oder ich finde immer die Krempel-Crew, oder? Die machen das auch irrsinnig, oder? Die versuchen auch eigentlich vor Ort irgendwie etwas Lässiges zu machen. Und das hat Ausstrahlung. Aber die suchen die wieder, wenn das Professorium nicht kommt. Jetzt müssen sie suchen, aber vielleicht gibt es nicht etwas. Ich bin immer noch guter Dinge, dass das jetzt schon auch unter Umständen als Privatperson und pensionierter Stadtpräsident bereit, um mitzumachen? Ich tue mich da zu meiner Zukunft nicht mehr äußern. Meine Pläne entstehen jetzt dann erst. Aber ich sehe schon, also du siehst irgendwie, dass Kultur sehr viel bewirkt für eine Region, oder? Für mich ist das... Auch wenn es kostet. Ah ja, Kultur kostet immer. Und Kultur kostet und ist noch kritisch einem gegenüber. Mit dem muss man halt auch noch umgehen. Aber natürlich, ich glaube, das ist die Aufgabe von der Kultur. Ich habe sehr gerne wunderbare Musik, die man wohltut. Aber ich habe auch sehr gerne irgendwie Theaterstück oder so, was einem eigentlich ans Bein bieselt, oder? Also, obwohl ich mich dort nerven. Aber rein im Kopf hinein sehe ich, es braucht. Geht etwas ab. Es braucht einen Spiegel, meine ich. Geistig agil dann. Vielleicht noch lockere Miese haben wir vergessen. Also, das ist etwas, wo du natürlich auch immer wieder daran beteiligt bist. Stadt Bux, wo da der Region wirklich etwas zur Verfügung steht, das man nicht darf geringschätzen, hat einiges auch daher gebraucht, natürlich, oder? Ja, also, wo wir die lockeren Miesen so eigentlich instand gestellt haben, habe ich jetzt persönlich noch ein bisschen mehr Erwartungen gehabt, dass sie vielleicht noch ein bisschen häufiger genutzt werden kann. Aber eben, wir sind jetzt mit den SBB am Verhandeln über Verlängerung vom Baurecht und über allfällige kleinere bauliche Massnahmen, sodass eben bedarfsgerechter eigentlich kann genutzt werden. Also das Kapitel Lockremise ist noch nicht abgeschlossen, wird dann mit Nachfolger intensiv beschäftigen. Gut, ich meine, die Musical und alles drum daran kostet auch immer einen Haufen Geld. Oder? Aber ist eine tolle Sache für die Region. Und ich glaube, mit diesem Musical hat man jetzt auch ein breites Publikum können abholen. Oder? Also es ist nicht ein elitäres Publikum, sondern wirklich dort, meine ich, sei ein breites Publikum abgeholt worden mit diesem Musical. Grabser Schlossfestspiel, sind Buchser Schlossfestspiel geworden? Da kannst du mir als Grabser Nase versuchen einzureden. Nein, es sind immer noch Schlossfestspiele. Schloss ist Grabs. Aber das, was im See stattgefunden hat, ist Buchser. Ich finde es wunderbar, dass die weiter stattfinden, auch das. Und auch dort kann man nur all den engagierten Leuten, die dort dran sind, danken. Ich selber wäre dort auch mal geneigt gewesen, wo da die ganze Diskussion über Zukunft und Genossenschaft und so war, um zu sagen, Schlussstrich, aber ich bin Gott froh, hat Leute gehabt, die sich dort wieder engagiert haben und das wieder machen. Und nach meinem Dafürhalten ist es auf gutem Weg. Aber ich sehe es nur von außen. Also. Fast 60 Jahre im Amt, also grundsätzlich kann man sagen, es ist dir viel geraten, du bist zufrieden, oder? Ja, also insgesamt sicher. Insgesamt ziehe ich sicher eine positive Bilanz. Ja. Es hat ein paar Sachen, die jetzt nicht gelungen sind. Aber das wäre ja komisch, wenn einem alles gelingen würde. Also man ist ja in einer Demokratie
ist man ja immer am Korrektiv und ausgesetzt, zum Glück, von der Bevölkerung, die muss und darf entscheiden. Und das ist richtig so und das muss so sein. Und dass man dort als Behörde mal irgendwie auch ein Nein überkommt, mit dem muss man leben, kann ich leben. Buchs hat eine Strahlkraft, ist Zentrumsstadt eben von den umliegenden Gemeinden von Werdenberg. Einfach nochmal, ein Kollektiv, weißt, so irgendwie, hättest du noch irgendwie ein Rezept, wie man die Region noch ein bisschen mehr zu einer Region machen könnte? Was müsste man denn da machen? Also, du hast ja die Experten gehabt, gell? Wo die ja dies und jenes geraten haben, die in dieser Richtung ja auch Ansätze gebracht haben. Aber es ist nach wie vor einfach ein schwieriges Thema. Es ist immer noch ein bisschen dörfliches Denken in dieser Region. Ja, man hat ja mal Buchs und Zevelen ja mal wollen fusionieren. Also fusionieren im Sinn von, man hat eine Grundsatzabstimmung dann gemacht bei der Bevölkerung, in beiden Gemeinden. Die Räte haben sich eigentlich dafür ausgesprochen, man soll das Thema weiterverfolgen. Aber das ist nachher relativ grossartig gescheitert, oder? Also es war überdeutlich gewesen in beiden Gemeinden, man hat das nicht wollen. Also offensichtlich ist es einfach so, dass die Gemeinden halt, oder die Menschen da, also wie an anderen Orten auch, und das ist auch ein Wert, dass man eigentlich die kleinste Einheit Gemeinde, dass man die halt wichtig findet. Und da bin ich jetzt wieder irgendwo, wie soll ich sagen, ein bisschen falsch, weil ich kenne jetzt so die Befindlichkeiten zwischen den verschiedenen Gemeinden, so wie Zürich und Basel, oder? Das ist auch ein ewiges Ding, oder? Da kenne ich jetzt die Befindlichkeiten da in der Region ein bisschen zu wenig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich nicht ein Rezept, das ich einfach sagen könnte, so und so muss man es machen, weil sonst hätten wir das sicher schon versucht umzusetzen. Aber ich glaube, das wollen schon, grundsätzlich wird man das schon sehr lang, oder? Also ich meine, Stadt Werdenberg, von dem redet man ja, das, ich weiss auch nicht, hat man schon früher können in der Zeitung lesen. Sehr früh. Und ob das besser wird oder so, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Also was einfach schwieriger wird, meiner Meinung nach, ist, dass halt die Direktdemokratie dann schwieriger wird. Also ich meine, es hat eine Zeit gegeben, wo in Seewallen alles abgelehnt worden ist vom Volk, oder? Da hätte man sich jetzt schon auch noch mit Fug und Recht können überlegen, wie werden das die Buchs, hier haben die Buchser noch Ja gesagt zu ganz vielen Themen. Wie wäre jetzt das gewesen, wenn man zusammen gewesen wäre? Hätte das irgendwie das Ja-Nein-Spiel, hätte sich das grundlegend verändert oder nicht? Darum hat es eben, ja, wahrscheinlich hat eben so die Gemeindestrukturen, die wir heute haben, dann eben gleich auch ihren Wert. Und offenbar empfindet das die Bevölkerung auch so. Aber was ich jetzt schon wichtig finde und auch schön finde, ist jetzt, dass man zum Beispiel im Bereich Bäder, wo ja jetzt halt einfach der Leidensdruck immer grösser wird. Also sobald der Leidensdruck einen Druck erreicht, eine gewisse Stärke erreicht, sind, glaube ich, offenbar doch wieder mehr Leute bereit, um irgendwie für gemeinsame Lösungen zu votieren. Und beim Hallenbad, wo wir jetzt mal miteinander untersucht, ob man das Hallenbad Buchs will vergrössern, wo dann aber Vergrösserung mindestens eine regionale Vergrösserung wäre, dort ist man jetzt dran, eben, ob es wieder einmal gelingt, bei einem Kulturzentrum, wo halt vielleicht der Leidensdruck nicht bei allen Leuten gleich gross ist, das wissen wir nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir ja mit dem Schloss Werdenberg eigentlich schon ganz ein tolles Kulturzentrum da, wo gemeinsam ist, wo Werdenberg ist. 27. Februar, morgen ist dein letzter Tag. He? Es hat es zweimal geschält während dem Interview. Man sucht dich anscheinend, gell? Nein, das heisst, auch nicht, ja, das Telefon abstellen. Nein, auf keinen Fall. Das zeigt auch, dass man gesucht wird. Ja, also wir haben jetzt, weiß nicht, ob etwa 3/4 Stunde lang miteinander geredet. Das ist sehr interessant, sehr aufschlussreich. Was ist denn so dein grösster Wunsch noch? Und da wäre zugleich auch das Schlusswort, das natürlich bei dir soll liegen. Ja, das ist jetzt gerade eine schwierige Frage, die du mir da stellst. Mein grösster Wunsch. Für dich, für die Stadt Buchs, für die Region,
Ich weiss, das ist eine schwierige Frage. Das ist jetzt eine Frage, die ich mir ganz ehrlich gesagt so noch nie überlegt habe. Und die hat mir auch sonst noch nie mehr gestellt. Und jetzt kommst du, der Hans-Jürg Vorburg, und stellt mir diese Frage noch zum Abschluss. Wie wenn ich mir etwas könnte wünschen. Ja, jetzt hast du Gelegenheit. Ja, ich denke, was ich ganz schön fände, wenn das Selbstbewusstsein von den Ostschweizer, wenn das ein bisschen im gesamtschweizerischen Kontext, wenn das einfach so ein bisschen grösser wäre. Wir haben da so grosse Werte. Also wir haben es da im Werdenberg, ich sage jetzt mal das ganze Land Werdenberg, aber eigentlich meine ich schon eher Werdenberg. Und im Kanton, glaube ich, nimmt man uns schon besser wahr als auch schon. Und man nimmt uns vor allem ein bisschen selbstbewusster wahr, weil wir haben viel, wir leisten viel für den Kanton. Also ich meine, was die Exportleistung von der Wirtschaft im Werdenberg ist, gehört man zu den Spitzen im Kanton. Und das ist eigentlich wie irgendwie etwas, dass man dem Sorge hebt und das weiterentwickelt, was man hat, die Stärken, die man hat. Da gehört jetzt für mich ganz persönlich gehört jetzt eben zum Beispiel der Hightech Campus Bux dazu, mit so tollen Firmen wie Brusa, die jetzt einmal angefangen hat. Und nachher glaube ich eben schon, dass sich dort mit der Zeit irgendwo so ein Cluster, eine Ansammlung von innovativen Firmen eigentlich dort auf dem Platz ergibt. Und dass das natürlich nicht einfach selbstverständlich ist, sondern dass das wirklich muss gefördert werden und dann aber auch, man darf stolz sein drauf. Das wäre irgendwie ein Wunsch. Also, dass wir die Werte, die wir haben, mehr können in Taten umsetzen und nachher aber auch, hey, stolz sein drauf. Wir haben etwas, wir sind jemand, wir können etwas. Das wäre irgendwie so ein Wunsch.